Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Manche hatten Feiertag, manche hatten keinen, aber wir haben auf jeden Fall einen Alpha-Amateur-Clanliga-Tag. Wir spielen gegen den Gruppenersten unserer Gruppe, gegen das Team Gold Masters. Und es wird richtig schwierig, die haben fünfmal gespielt, fünfmal gewonnen natürlich. Und heute ist es vielleicht soweit und sie müssen die erste Partie abgeben, hoffentlich. Bei uns dabei sind heute Tunetrigger, Holden, Chris Maverick und Kappa. Und neben mir als Co-Caster habe ich den lieben Tanuki. Guten Abend. Habe ich was verpasst oder warum ist der Begegnungs-Channel leer? Was ist leer? Der Begegnungs-Channel, da wo ich den Nein, du hast den. Du bist in den falschen gejoint, der ist voll. Da hast bin du in den falschen? Ja, da hast du wahrscheinlich hinten Leerzeichen oder irgend sowas. Oh, ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach. So, warum? Ach, Mist, ich muss. Nein. Mein StarCraft. Aha, jetzt wird auch StarCraft angezeigt. Moment. Kurzer Test, ja. Okay. Wir schauen uns mal die erste Map an und die wird Lost and Found werden. Das ist auch eine neue Map. Da sehen wir dann ein TVZ. TVZ ist hier ein gar nicht mal so ausgeglichenes Matchup, aber die Statistiken. Da ist die Anzahl der Spiele, über die die Statistik gebildet wird, ist bei dieser Map wahrscheinlich noch nicht allzu groß. Da hat Terraner momentan 60% und einen kleinen Vorteil. Komm nicht rein in den Channel. Was hältst du von Lost and Found? Ich finde es eigentlich eine relativ. Die ist zwar gar nicht so klein, aber die spielt sich relativ Standard. Ich finde es eine solide Map. Ich finde die ist angenehm. Also ist eine von den angenehmeren Maps aus dem neuen Pool, finde ich. Sie ist, finde ich, standardmäßig groß. Die ist jetzt nicht so groß wie Dark Century oder so. Aber hat jetzt auch nicht so viel gimmicky Zeug wie Redshift oder so. Also. Okay, es geht jetzt schon los. Countdown läuft. Und ich bin nicht drin. Ach, scheiße. Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich komme nicht rein. Ich habe auch nicht drauf geachtet und der Gegner hat einfach Go gemacht, ohne zu fragen. Ist nicht so schlimm. War ich. Ja. Okay. Ich kann jetzt eben fragen, ob wir vielleicht sozusagen Restart machen können. Kam nicht in den Channel rein, ich habe den von der Team-Link-Seite kopiert. Der Channel ist. Ne, in die Lobby, nicht in den Channel. Ja, die Lobby komme ich auch nicht rein. Du hast doch selber aufgemacht, habe ich gedacht. Hab ich. Aber in meine Lobby ist halt keiner gekommen. Es war ja nicht meine Lobby. Okay, dann stellen wir die Spieler vor. Rechts oben in Rot gespawnt fürs Team Phoenix. Es ist als Terraner Tunetrigger. Und links unten in Lila gespawnt vom Team Gold Masters. Als Zerg, es ist Chubba. Und Chubba hat schon expandiert. Und Tunetrigger, glaube ich, Gas First. So, einen Moment. Schauen, habe ich überhaupt Game Sound?
Ich schaue mir das im Stream an. So. Also bisher sehen wir nichts atemberaubendes. Tune Trigger spielt komplett Standard. Da kommt der Reaper, das Command Center auf den Low Ground. Er hat einen SCV Scout gemacht, mit Weiser, dass da kein Ravager All-In kommt, dass der Nexus gesetzt wurde. Wenn wir auf Command seine Center Vision upgrade completed. schauen. So, ist die Frage, was kommt dahinter? Und das wird eine schnelle Factory, also kein 16 Millionen Top. Es kommt ein Reaktor an der Barracks, das heißt, ich würde mit Hellions rechnen. Und der Reaper geht jetzt direkt drüber. Aber da stehen schon 4 Linge, der Queen kommen auch bald raus. Ich glaube nicht, dass der Reaper da viel machen kann. Er hüpft aber zumindest hoch. Damit kriegt er ein Scouting ab. Ist die Frage nur, ob er hier irgendwie rauskommt. Ja, die Map ist riesengroß genug. Da gibt es noch einen Reaper Cliff, wo der Reaper hier hochspringen kann. Und entsprechend kommt er gefahrlos wieder raus. Starport sehen wir jetzt auf Seiten von Dune Trigger noch zusätzlich. Ersten Hellions werden gebaut. Gleich wird das Tech Lab wahrscheinlich an der Varys gesetzt, um das dann später für den Starport bereitzustellen. Hier sollte auch das Command Center mal abgegradet werden. Aber Jörg ist hier beschäftigt. Blockt hier wunderschön mit seinem Reaper. Schönes, richtig schönes Maiko. Blockt hier die dritte Basis. Und kriegt hier sogar. Oh, schön gemacht. 3, 4, 5 Sekunden rausgeholt. Auf jeden Fall. Entsprechend hat er auch ein bisschen das Makro vielleicht hinten. Ja, minimal vernachlässigt. Da kommen aber auch schon die ersten Hellions. Wir sehen doch keinen Techlab, sondern das wird Starport werden. Und wir schauen mal, sehen wir hier irgendwo ein Gebäude, das man für Helmets braucht? Nein. Armory. Armory. Danke, du bist ja doch nützlich. Ja, so im Hintergrund. So. Der Gegner sieht auf jeden Fall, hat die Hellions gesehen mit Overlord, die jetzt ausrücken. Ganze 4 Stück, da kommen auch nochmal 2 hinterher. Medevac wird auch geboostet. Es werden definitiv keine Hellbats werden, sondern es bleiben Hellions, aber die können auch Schaden machen. Gegner baut jetzt nochmal 6 Linge, hat auch eine gute Anzahl an Queens. Wo wird Jörg angreifen? Sieht so aus, als ob er die Hellions in die Main droppen wird. Da ist das Medevac. Hier sind auch gerade Drohnen gekommen. Die Drohnen kann er sich auch holen. Mal sehen, weil er das macht. Main sind aber 2 Queens. Bisher hat der Gegner davon noch nichts mitbekommen. Jetzt laden die Hellions aus und jetzt geht's in die Minnow Line von der Main Basis. Und da werden die ersten Drohnen frittiert. Da gehen 3 down. Kriegt leider nicht mehr als 3. Jetzt geht's aber nochmal in die Natural. Aber das sind richtig viele Queens. Jörg musste auf sein Medevac aufpassen. Kommt das hier weg? Hat er einen Boost? Nein, kein Boost und es geht down. Aber 7 Worker sind tot. Das ist schon mal ordentlich. Bisher Sieben ist kein okay. Tech. Also überhaupt kein Tech vom Gegner. Weder Leer noch sonst was. Mass-Queens und Mass-Linge. Jetzt kommt auf das Bandennest. Tune Tracker hat währenddessen weitere Hellions gebaut. Da kommen Viking hat er gebaut, um Overlord zu verscheuchen. Da kommen Liberator. Aber es könnte jetzt vielleicht eine Art Banelink-Bass geben. Die Linge ringen auf jeden Fall jetzt zum Gegner rüber, zu Tune Trigger. Aber Tune hat eigentlich genug Hellions, um die abzuwehren zu können. Und da zieht sich der Zerg auch direkt zurück. Und es wird Mech werden. Tune spielt Mech, da haben wir zweimal Armory und zwei Upgrades schon. Wenn der Zerg noch überhaupt keine Upgrades hat, Leer ist im Bau, Roachwarn kommt. Und es werden erstmal fleißig Drohnen gebaut. In Aber letzter Zeit hat Tune viel Bio gespielt, aber meinte dann doch noch, dass er sich mit Mech wohler fühlt gegen Zerg. da stirbt der letzte Marine, wahrscheinlich der einzigste Marine, den es gibt. Und Jörg, Tune Trigger rückt nochmal aus mit 6 Hellions. Wird hier probieren, Druck aufzubauen, aber da sind 4 Queens, die haben Transuse und eine richtig satte Menge an Lingen. Da wird er wenig machen können. Zerg geht jetzt Richtung. Und da ist auch ein. Ah, da ist ein Liberator von Jörg. Aber der ist an keiner guten Position. Hat hier noch keine Drohne bekommen. Jetzt kriegt er eine, aber jetzt muss er auch einladen. Da sind nämlich 4 Queens, die ihn von hinten angreifen werden.
Kommt er da weg? Ja, er kommt knapp weg. Und hier wird wieder eingeladen. Nochmal ein 4-Hellion-Drop in die Hauptbasis. Hier werden auch Hellbats jetzt gemorpht. Factories hat Tune jetzt 3 Stück. 4 und 5 sind im Bau. Da kommt auch nochmal ein Viking. Der Liberator ist immer noch aktiv. Und jetzt geht der Hellion-Drop wieder rein. Da wird reingeboostet und ausgeladen. Fokussiert so ein bisschen die Queen, das wird jetzt zu Hellbats umgewandelt. Ich glaube, Hellion-Form hätte er besser bleiben können, da wäre er schneller an den Drohnen dran. Da gehen 2 Drohnen down. Und er kann auch jetzt gar nicht alle Hellions mitnehmen, weil die Hellbats natürlich mehr Platz einnehmen in Medivac. Aber er stiftet hier gewaltig Unruhe. Und kann hier wieder einladen. Dennoch zieht der Zerg jetzt richtig im Supply vorbei und das ist jetzt zum einen oder ist im Wesentlichen den Roaches geschuldet und auch, dass Mac bei Tune Trigger noch nicht so richtig angelaufen ist. Er hat jetzt zwar 5 Factories, aber jetzt fängt er erst an wirklich zu produzieren. Ist auch gerade Supply blockt und das könnte ungünstig sein. Er muss probieren, den Gegner noch ein bisschen hinten zu halten. Er hat jetzt 3 Basen, er hat mehr Worker, er hat die besseren Upgrades, aber er hat noch keine Armee. Und der Gegner hat eine relativ große Armee. Weiß der überhaupt was? Der weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Der weiß nicht, dass Tune Trigger hier... Tune geht hier nochmal rein. Kann hier einladen. Aber das hält alles den Zerg hinten. Das ist gut. Jetzt werden Tors gebaut. Weiß nicht, ob Tors die beste Wahl sind. Ich glaube, er braucht erstmal einen guten Tank-Count. Ja, er fürchtet sich vor Mutas. Naja, okay. Er hat aber recht gute Scouting-Informationen, einfach durch Harrisman, und hat da nichts gesehen und sieht auch relativ viele Roaches. Also das werden definitiv keine keine Mutas werden. Zumindest ja, für ihn ist die Grundregel gegen Zerg mit Mac, niemals ohne 2 Tors pushen. Naja, aber ja, ich glaube, die Tanks sind wichtiger. Gerade gegen Roaches sind Tanks extrem wichtig. Der Zerg geht jetzt Richtung Hydras. Helbert Traub geht jetzt wieder in die Main, der ist aber rot, zumindest ist Medivac. Da muss er gewaltig aufpassen. Die eine Queen tötet aber jetzt. Und dann kann er einladen und ist wieder weg. Muss aber weiterhin aufpassen. Hält den Gegner auf jeden Fall schön hinten. Und mittlerweile hat er eine gar nicht so schlechte Armee. Nimmt jetzt selber die 4. Basis. Hat 2-2 Upgrades im Bau. Und jetzt kommen auch Tanks endlich. Der Gegner geht jetzt Richtung Hydras. Bisher noch kein Leer in Sicht. Leer ist ziemlich wichtig dann gegen Mech. Aber der Gegner weiß auch noch gar nichts von der Armee-Komposition. Jetzt scoutet er mit seinem Overseer und sieht, dass es eine Mech-Armee ist. Sieht die ersten Tors, sieht die Tanks und sieht auch eine Widowmine, die ihn jetzt gerade rausnimmt. Und was macht jetzt der Zerg-Spieler? Greift er jetzt an? Er ist bald bei 200 Supply oder probiert er irgendwie ins Late-Game zu gehen? Liberator ist jetzt wieder in der 2. Basis. Zerg reagiert aber schnell, verliert hier nur eine Drohne, aber auch der Liberator kommt weg. Oder? Nein, der wird sterben. Aber er nimmt noch eine Queen mit in den Tod. Vierte Basis jetzt fertig, es wird eine PF werden. 3 Tanks werden auf einmal produziert, die Hellions wandeln sich gerade in Hellbats um. Medivacs würden vielleicht noch ein bisschen helfen. Gerade wenn man so viel Hellbats hat. Also armeemäßig ist die Armee von Tune Trigger deutlich stärker als die vom Zerg. Und er rückt auch jetzt aus. Wenn er die Tanks in eine gute Position kriegt, oh, da muss er jetzt aufpassen. Auch der Zerg rückt da aus und die laufen ineinander rein. Aber die Tanks sieht schon rechtzeitig. Haben auch eine recht schöne Position. Und... jetzt werden die Tanks langsam vorgesiegt. Reihe für Reihe. Eine bleibt stehen, eine sieht vor. So wie man es machen sollte. Und Tune ist jetzt auch bei 200 Supply. Wir sehen das Infestation Pit beim Gegner. Also der möchte Richtung Hive gehen. Und dann wahrscheinlich schnell Richtung Viper. Die sind gerade gegen Tanks und gegen so eine Mech-Armee richtig, richtig wichtig. Aber Jörg möchte das Spiel, Tune Trigger möchte das Spiel beenden, bevor es hier soweit ist. Und er kann die Map hier auch schön ausnutzen. Da gibt es lauter Engstellen, wo er dann mit seinen Tanks sich gut positionieren kann. Aber das kostet natürlich Zeit, sich hier vorzubauen. Kommt jetzt auch von unten. Geht jetzt rein. Die Tanks sind hier ein bisschen ungeschützt.
geht hier beides mal in Fight. Und das sieht oben ganz gut aus, aber unten hat Jörg all seine Tune Trigger, all seine Hellions verloren. Aber er hat hier Armee zu Hause, die sollte dann eher nachziehen. Immer noch kein Hive im Bau. Wir sehen Masslinge jetzt und viele Hydras. Tanks haben hier eine gute Position, aber die müssen ein bisschen näher ran an die Basis. Die müssen ein bisschen weiter den Zerg unter Druck setzen. Probiert er jetzt auch. Tanks werden vorgesiegt. Aber das ist eine riesen Zerg-Armee. Aber die kommt jetzt hier in die Engstelle rein und das ist eine sehr gute Position für die Tanks. Aber das ist einfach zu viel Zerg hier gerade. Tune tradet hier richtig gut, aber das reicht nicht. Da wird die Mech-Armee aufgebraucht. Das heißt, der Zerg wird jetzt diesen Counter-Attack machen, aber Tune hat hier zu Hause eine Armee, hat hier eine gute Anzahl für den Tanks. Die sind aber nicht gesieged. Warum sind die nicht gesieged? Jetzt siegen die. Aber mit Borrowed Roaches probiert der Zerg-Spieler hier runterzukommen, aber da müssten eigentlich zu viele Tanks sein. Und auch eine PF da hinten. Das sollte Tune Trigger hier aufräumen und da fallen die letzten Hydras, aber nicht ohne auch noch Tanks rauszunehmen. Tune hat eine gute Bank. Allerdings sind es im Wesentlichen Mineralien und kaum Gas. Da kann er natürlich Hellions bauen. Gegner maxt jetzt mehr oder weniger sich aus mit Roaches. Tune nimmt hier die 5. und 6. Basis gleichzeitig, wenn der Gegner jetzt auf Hive geht. Liberator kommen auch hinzu. 3-3 ist jetzt fast fertig. Oder nee, das ist nur 3-2 und parallelen Air-Upgrade. Das kann jetzt noch richtig spannend werden. Gerade wenn dann Viper kommen, wird es schwieriger. Ist die Frage, ob Tune jetzt vielleicht pushen möchte. Er hat einen guten Tanker und er hat Tore, da kommen Hellions, er hat Liberator. Oder es scheint so, als würde... Och, jetzt kommen auch noch Swarmhorst. Aber gegen Swarmhorst sind Helmets eigentlich ganz gut. Die können buffern. Aber es macht Tune Trigger dann natürlich umso schwieriger. Und jetzt sehen wir vielleicht, oder sehen offensichtlich einen Hellion Run by über die linke Flanke. Liberator sieht schon hier gerade die 3. Basis. Auch schön. Da ist keine Defense, außer Queens, die jetzt von der anderen Seite kommen. Aber das sollte reichen. Und die Hellions trauen sich nicht rein, da sind so viele Roaches. Liberator Siege wieder, da ist nichts. Es kommt jetzt ein Spire. Nur Queens, jetzt werden Hydras gebaut, aber der Liberator freut sich hier seines Lebens, kriegt hier 9, 10, 11 Drohnen. Und da ist jetzt greifen die Swarmos an, aber die Hellbats kriegen hier die Swarmos. Verliert er jetzt zwar Hellbats, aber das. Ja, jetzt hat er die ganzen Swarmos geschmissen. Roaches kommen aber hinzu, jetzt muss er siegen. Und da wird gesieged und die Roaches sollten hier platzen. Gegen so viele Tanks. Das tun sie auch, aber nicht ohne hier noch was rauszunehmen. Und Tune Trigger tradet hier wunderbar. Ist es im Supply auch 50 vorne und das ist im Wesentlichen Army Supply und auch Worker. 72 Worker auf 5 Basen und er hat ja auch noch Mules. Hat hier auch eine gute Production, da werden Tanks-Tore gebaut. 4 Tore auf einmal und jetzt hat Tune wieder diese Basis. Position, aber die Armee vom Zerg ist gar nicht so klein. Aber die Tank-Position ist relativ schön, aber die Swarmhorse sind natürlich jetzt eklig. Die nehmen Stück für Stück hier Einheiten raus und töten. Tune tötet hier sich so ein bisschen selber durch den Splash der Tanks. Und jetzt geht er über die linke Flanke. Parallel greift die Armee vom Zerg auf der rechten Flanke ein und cleart hier Tanks. Aber nicht ohne massive Verluste. Es geht hier an Spire, der Spire fällt und auch die 4. Basis ist unter Druck. Swarmos haben immer noch keine Energie, aber die Liberator haben jetzt eine gute Position. Kaum Anti-Air vom Zerg, aber der macht es jetzt gut mit den Queens, holt er sich die Liberator, aber da kommen noch mal Tore hinterher. Tune jetzt 80 Supply vorne, das sollte eigentlich gegessen sein. Jetzt kommt nochmal Swarmhorst rein. Und die werden hier zum Teil von den Vikings und den Thors schon vorher rausgenommen, bevor sie landen.
Die Tors traden hier auch richtig gut gegen die Roaches. Vikings landen jetzt auch. Hellbats kommen hinzu. Und da ist der konstante Strom aus Mech-Einheiten, der jetzt weiter pusht. Zerg hat hier kaum Mining. Alle Drohnen sind hier tot. Und jetzt sollten auch langsam die Swarmhaus sterben. Hive hat er, aber er hat keine Vipers gebaut. Das war, glaube ich, ein großer Fehler. Da fällt die vierte Basis. Der Zerg jetzt nur noch auf drei Basen. Und da, die meinen nicht mal wirklich effektiv. Also da sind fast keine Mineralien. Tune Trigger derweil auf fünf Basen. Und pusht hier weiter vor. Hat jetzt mehr als doppelt so viel Supply. Das sollte fertig sein. Liberator werden jetzt noch zum letzten Mal wahrscheinlich gesiedelt. Da kommt auch nochmal eine recht große Armee von der rechten Flanke. Hellbats werden und Tanks werden gesiegt. Und jetzt sollte das GG kommen. Tune Trigger holt hier die erste Map. 1-0 für Mixed Minds auf Lost and Found. Nächste Partie wird ein TVT werden. Holden gegen Bonchwa auf 16-Bit. Wir schauen gleich mal 16-Bit an. Hat als einzigste Map, also ist auch eine relativ große, ähnlich groß wie Lost and Found, und hat als einzigste Map seit längerem eine Pocket-Basis. Das heißt, man ist relativ schnell auf zwei Basen. Allerdings ist man auch recht anfällig gegen Drops. Von daher kann das trotzdem ein interessantes TVT werden. So. Tanuki, wie sieht's aus? Ja, der Channel will mich nicht. Ich habe Relog gemacht, aber... Na, du bist im Falschen. Du joinst automatisch immer den Falschen, weil Blizzard so eine Autovervollständigung hast. Du musst da mal Escape drücken, sozusagen, um die zu deaktivieren. Aber... Ja. Du bist jetzt auch im... Nee, das ist Kappa. Okay. Das ist der Falsche. Okay. Dann mache ich jetzt die Map auf und lade dich ein, beziehungsweise du joinst mir einfach immer hinterher. Das kriege ich hin. Ha, Tune feuert sich selbst an. Sehr schön. So, und Holden wird spielen. Was ist dein Eindruck von 16-Bit? Super Map. Also, gerade ich, der sehr auf Drop-Play setzt, ich finde die toll. Also, auch im Pocket. TVT? Oder was ist da der Eindruck? Im TVT auch. Also, grundsätzlich ist es gerade für Terraner, finde ich, immer gut, wenn man eine sichere Expansion kriegt. Und, hat. Die letzte Season mit Neon Violet Square, da hatte man halt so eine Halb-Pocket, die auch wirklich nur eine halbe Saturation hatte. Eine schlechte Saturation, und da ist jetzt 16-Bit deutlich besser. Du hast ja mehrere Möglichkeiten. Entweder du gehst die Forward Expansion und hast im Verlauf eine sichere dritte Basis, oder du gehst direkt die Pocket. Also, viele Möglichkeiten. Mag die Map. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut.
Ist auch mal interessant, mal wieder so eine Pocket-Basis zu haben, weil die Map sich dann doch ein bisschen anders spielt als sonst. Ohne dass die Genau. gleich komplett absurd ist, wie manche andere Map. So, jetzt sind alle in der Lobby. Gegner hat jetzt auch einen Co-Caster, das wird Chaba werden, der jetzt gerade gegen Tune verloren hat. Holden ist bereit. Und Auch. jetzt sind auch die Caster bereit und wir gehen in die zweite Map. Holden gegen Bonchwa, TVT auf 16-Bit. So, und bevor wir die Spieler hier vorstellen, an dich die Preisfrage. Was sind 16-Bit in Byte? 16 Bit in Byte. Du kannst mal Ich. drüber nachdenken. Wir machen derweil die Spieler-Intro. Rechts oben in grün gespawnt auf 16-Bit. Es ist von Team Mixed Minds. Holden. Und unten links gegenüber in rot gespawnt für das Team Goldmasters. Bonchwa. Und? Ich 16 oder nicht? Oder 16, Bits in Byte? 16 Bit in Byte. Ach, ich habe doch keine Ahnung von Computertechnik. Bin wirklich nicht bewandert. Es sind 2 Byte. 8 Bit sind ein Byte. Danke für den Crashkurs. Okay. Dann schauen wir mal aufs Spiel. Wir sehen schon den ersten Unterschied. Denn Bonchwa hat Gas first gegangen. Holden hat, glaube ich, das Gas nach der Rex geschmissen. Macht das einen Unterschied? Du bist der Experte. Ja, sicher. Und welchen? Ja. Wenn du das Gas früher nimmst, hast du früher eine Factory. Ganz einfach. Ja, schauen wir doch mal. Auf jeden Fall ein zweites Gas jetzt schon bei Holden, während der Gegner Bonchwa kein zweites Gas nimmt erstmal und auch keine Factory baut. Also jetzt hat er die 100 Gas, sondern da kommt die Echse. Also warum das frühe Gas, wenn ich dann doch das Gas nicht ausgebe und die Echse baue? Manchmal verstehe ich das nicht, aber ich bin auch kein Terraner. Jetzt Ah, kommt da die kommt die Factory, Fabrik. aber die ist genauso schnell wie bei Holden. Aber Holden hat keine Echse. Holden hat keine Echse und wird wahrscheinlich deutlich aggressiver sein. Da kommt auch ein zweiter Reaper. Jetzt mal Während Cyclins. hier nur ein Reaper kommt. Und die Reaper laufen sich hier knapp nicht über den Weg. Aber zwei Reaper gegen einen Reaper. Vor allem kommen da jetzt erstmal keine Einheiten hinterher, weil da ein Reaktor geschmissen wurde. Und jetzt wird Holden expandieren. Also jetzt kommt die Echse auch von Holden. Und da kämpfen jetzt die Reaper. Beziehungsweise Holden rennt weg. Hat jetzt auch einen zweiten Reaper. Da kommt auch der Reaktor. Cyclen jetzt bei Holden einer. Während wir schnelle Techlab jetzt sehen bei der an der Factory von Bonchwa, das heißt wahrscheinlich Tanks. Oder das Techlab ist für den Starport und das wären dann Banshees. Und hier werden Reaper gejagt. Und der ist fast tot. Aber Reaper sind natürlich gleich schnell. Aber vielleicht kann hier Holden ihm den Weg abschneiden. Probiert sein Bestes. Aber jetzt Ah, lockt er das ihn ist des eine Cliffs Falle. hoch. Ja, das ist eine Falle. Okay, da stirbt ein Reaper. Schön gemacht von Bonchwa. Okay, und der Starport oder das Techlab ist für den Starport. Und das wird ein Raven werden. Und parallel werden wir Tanks sehen. Aber auch Holden holt hier das Techlab für den Starport.
Was sehen wir dort? Da haben wir jetzt Cloaked. Und Cyclone geht hier nach oben hoch und da ist nicht wirklich viel, um das Cyclone abzuwehren. Ich glaube, die Marines reichen hier nicht, oder? Reichen die? Ja, eigentlich ja. Schon. Also es ist, ja, aber das. Ach, aber schön gemacht. Das Cyclone kommt knapp weg. Reaper geht jetzt down. Das ist eine Frage des Positionings dann. So, und ist die Frage: Geht der Raven jetzt rüber und wird Harrison? Ja. Und das ist, glaube ich, gut für Holden. Weil dann kann er mit seiner Banshee auch Harrison, wenn sonst der Raven sozusagen die Detection wäre. Und das unterbinden kann. Und gegen Raven kann man, glaube ich, relativ schnell einfach Worker wegziehen. Ja, aber mit dem neuen Patch hat der Raven auch mehr Range für sein Turret gekriegt. Das ist schon ein bisschen ekliger geworden. Der Raven ja, was heißt mehr Range? Der Turret hat nicht mehr Range, sondern der Raven muss nicht mehr so nah an die Position. Das meine ich. Und da es eh keine Anti-Air hier gerade gibt, ist es eh egal in diesem Fall. Holden sieht jetzt aber eigentlich auch den Raven. Nee, ja, doch, er sieht den Raven. Da geht das Cyclone jetzt hin, aber das hat keine HP, oder? Wo ist die Banshee? Da kommt die erst jetzt. Ne, da ist die Banshee. Und da wird der Missile Turret geschmissen. Oh, und die kriegen richtig viele SCVs. Und auch noch das eine Cyclone. Also das hat sich doch gelohnt. Auf der anderen Seite sehen wir aber... Oh, sogar einen zweiten Raven. Geht hier Must Raven und hat damit auch Detection für die Banshee, die jetzt reingeht. Aber ist außer Position, wenn die Banshee jetzt in die zweite Basis geht. Und das scheint der Fall zu sein. Es sind sogar zwei. Und Holden ist dran am Worker-Count, obwohl er hier 5 verloren hat. Wenn er hier jetzt Schaden machen kann, und das kann er offensichtlich. Ja. Wobei er jetzt aufpassen muss. Cloak jetzt. Aber da ist natürlich Detection. Aber er kann wunderschön hier kiten und macht es auch. Da kommt aber das Auto-Turret. Das tut weh. Naja. Aber Holden hat jetzt trotzdem den Worker-Vorteil. Hat hier 4 Worker more. Dritter Basis hat er unten jetzt schon und meint hier auch schon. Gegner hat auch eine, aber ist nicht am Main. Und die Banshee probiert jetzt hinten reinzukommen. Da ist aber ein Turret. Aber Holden hat hier eine schöne Position, Hold Position. Muss aber aufpassen, dass er die Banshee nicht auch noch verliert. Da kommt der Raven mit den Marines. Aber Holden kitet sogar noch, holt sich einen Marine. Aber da... Oh, Auto-Turret. Wow. Wow. 2 HP und die Banshee kommt weg. Das lässt sich sehen. Der Raven geht wieder rein mit bei Holen. Der Auto-Turret. Kriegt 2 Worker, 1 Marine. Ja, das Harassment ist ganz gut. Ich hätte dann Viking gebaut an Holens Stelle. Einfach nur, um diesen blöden Raven zu verscheuchen. Macht er bisher aber nicht. Und der nächste Raven geht hier rein. Hat gleich wieder Energie für den nächsten Auto-Turret und wird dann an der dritten Basis harassen können. Holden bestückt jetzt die Watchtower, damit er Map Vision hat. Und der Gegner rückt aus. Aber nur um die dritte Basis zu nehmen, offensichtlich. Hat keine Medivacs bei seinen. Raven geht jetzt wieder rein. Da wird ein Auto dort geschmissen. Kriegt den Mule, aber der war eh schon halb tot. Kriegt noch einen Worker. Der andere Mule wurde gerade geschmissen, wird aber rechtzeitig gerettet. Auto Turret geht relativ schnell dann von alleine down. Und jetzt kann er wieder minen. Aber auch oben ist der Auto Turret reingegangen. Der hat auch nochmal Worker getötet. Jetzt. Das ist das Ärgerliche, was ich finde jetzt. Ein Turret rettet dich nicht vor diesem Harassment. Nee, aber da ein Viking bauen und die Sache ist gegessen, oder? Genau, das ist es. Du brauchst zwingend einen Viking, um die halt wegzumachen. So, kommen die immer Holden wieder. Rückt jetzt aus und Holden hat einen netten Tank-Count. Also er hat 4 Tanks. Der Gegner hat einen Tank. So aus. Aber vielleicht noch auf dem Highground. Aber der Gegner hat... Zumindest momentan Upgrade-Vorteil, aber das sollte sich gleich ändern. Raven probiert wieder reinzugehen, aber da ist jetzt der Turret. Und der ist sogar besser positioniert. Und der Gegner möchte Holden jetzt ausrücken, das. Aber Holden sieht es relativ früh. Schöner Spotter Marine. Aber das sind auch 4 Medivacs. Das heißt, der Gegner kann jederzeit alles einladen und irgendwo hinfliegen. Und Holden probiert es zu antizipieren, dass da vielleicht ein Drop kommt.
Jetzt ja, laufen jetzt die sieht sich. Die Armee. Holden jetzt kann sieht ihn, siegen. ja. Stimmt auch und holt sich oh, die da haben Medivacs. Die Medivacs down. Sehr schön. Das sieht gut aus. Das war ein guter Siege. Aber wenn wir auf Supply schauen, 117 von 117 auf beiden Seiten. Supply-Block. Supply-Block, beide, gleich viele Upgrades, beide. Sehr ausgeglichenes Spiel. Holden macht hier einen Drop und der Gegner läuft hier vorbei. Das ist. Gleichzeitig baut Bonge war noch ein viertes CC. Das ist keine gute Position für Holden gerade. Gegner Siege jetzt in seiner Natural. Stimmt hier jetzt auch rein. Holden ist außer Position. Wird in den Base-Shit gehen. Wird nicht probieren, die dritte zu halten. Liftet die auch nicht mal. Und jetzt geht's hier zu Hause drauf. Die Tanks sind nicht gesiegt, zum Glück für Holden. Die Marines können die Tanks ganz schnell rausnehmen, bevor die überhaupt einen Schuss abgeben können. Aber das wird jetzt ein richtig hässlicher Base-Shit werden. Holden hat keinen Tank zu Hause. Da fehlt der Tank. Der muss noch rauskommen. Der wird nicht rauskommen rechtzeitig. Da wird reingestimmt. Auf beiden Seiten geht's jetzt rein. Holden hat die bisschen größere Armee. Das sind... Ah, der Tank kommt noch raus. Aber der wird sofort rausgenommen. Die Factories werden jetzt auch rausgenommen. Oh, oh. Anti-Armor-Missile. Aber die alleine bringen nicht viel. Die machen kaum noch Splash-Damage. Ja. Command Center werden in jede Richtung geliftet. Aber da geht das eine zumindest down. Holden nur noch auf ein Command Center. Der Gegner hat noch drei. Beide verlieren hier Arbeiter. Der Gegner hat halt nur einen Tank. Zwei Medivacs. Holden hat drei Medivacs. Vier Tanks. Dafür hat der Gegner Ravens. Also Holden hat die deutlich größere Armee. Hat auch mehr Worker retten können. Gegner hat nur einen Worker. Holden hat noch zumindest 16. Hat jemand einen Viking rausbekommen? Nee. Du meinst, es wird ein Draw werden? Aber gibt's auf der Map Airspace? Ja, ich glaube schon, wo man nicht ran kann. So ein bisschen machen mir die Ravens Angst. Holden nimmt jetzt auch Basen rechts unten. Also, er kann jetzt irgendwann wieder produzieren und kann dann vielleicht auch irgendwann Einheiten bauen. Der Gegner hat seine Armee jetzt gesplittet. Hat hier einen Doppel-Medivac-Drop mit zwei Ravens und oben parallel nimmt er auch gerade... Oh, das Zweier-Attack-Upgrade kommt noch durch. Boah, weil der Gegner nicht aufpasst. Das weiß er natürlich auch nicht. Das zwei kommt Sekunden. Hier knapp durch. Das kann... Ganz knapp. Das kann den Unterschied ausmachen. Auf jeden Fall. Der Gegner geht jetzt rein. Oh. Oh, schön. Wow, diese schöne Salve. Anti-Armor-Missile wird geschmissen, aber dadurch fallen die Ravens. Und damit hat Holden jetzt. Holden hat 1, 2, 3 Basen. GG. Da kommt das GG. Sehr knapp, aber gut gespielt von Holden. Gut gespielt von Holden. Knapper als ich erhofft hätte, aber so bleibt spannend. Damit stehen wir 2-0, aber jetzt wird schwierig. Also mit dem Sieg von Tune und Holden habe ich intern gerechnet. Damit habe ich eigentlich kalkuliert. Jetzt wird es schwierig, ob Chris Maverick oder Kappa sind, glaube ich, beides Underdogs in ihrer Partie, ob die vielleicht eine Map holen können und uns dann den Sieg holen können oder ob es dann anschließend ins Ace auf Catalyst geht. Also es wird noch ein spannender Abend. Nächste Map wird Redshift werden und es wird Kappa, nee, stopp. Nee, Acid Plant mit Acid Chris Plant Maverick. Mit Chris Maverick. Denkst dran, mich dann einzuladen wieder? Join mir einfach hinterher. Ich habe jetzt die Lobby auf. Dass du aufmachst, aber da ist... Okay. So, und wir schauen uns eben mal die Map an. Da haben wir Redshift. Und Redshift, zumindest momentan, Sample Size ist niedrig, also hat es vielleicht nicht viel zu bedeuten, aber da hat Zerg 70% fast gegen Protoss auf dieser Map. Ist auch keine Map, die ich als Protoss gegen Zerg spielen möchte, freiwillig. Ach nee, es ist ja gar nicht Redshift. Wir sind ja immer noch in Acid Plant. Acid Plant. Okay, dann schauen wir uns Acid Plant an. Da ist es deutlich ausgeglichener. 51% leichter Vorteil für Zerg. Reicht das für Chris Maverick, um hier den Sieg zu holen? Frage, wo bleibt Chris Maverick? Wo ist Chris Maverick? Wahrscheinlich schaut er noch gerade Stream.
Kann gut sein. Acid Plant auf jeden Fall eine große Map mit vielen Wegen und Erhöhungen. Engstellen auf jeden Fall ist ein weiter Weg bis zur Gegnerbasis, wenn man nicht die Rocks auf dem Weg vernichtet. Ja, aber das ist ja gar nicht so schlecht, glaube ich, für den Zerg-Spieler. Also umso mehr ja, Distanz zwischen dir und dem Gegner ist, umso schöner kannst du, glaube ich, Drohnen. Holden ist jetzt auch im Chat angekommen. Und schreibt hier, puh, hat gemerkt, wie knapp das war. Aber er hat es ja dann noch ganz souverän gemacht. Ich weiß nicht, ob er den Fight hätte nehmen können an seiner Natural. Den hätte er nehmen können, aber also es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, in den Basefield zu gehen und nicht zurückzulaufen. Da hat er wahnsinnig viel verloren. Da hat er vielleicht das Spiel verloren. Aber ich glaube, der Riesenfehler vom Gegner waren, dass die Tanks nicht gesiegt waren an der Natural vom Gegner, als Holden da reingepusht hat. Ja, wenn die Tanks gesiegt, hätte Holden deutlich mehr verloren und dann hätte der Gegner hätte seine Army gesammelt und hätte irgendwie probiert, den Fight zu suchen. Er hätte das Spiel gewinnen können. Aber so gehen wir 2-0 in Führung und ich beschwere mich nicht. Ich bin auch sehr zufrieden. Wenn jetzt Chris gewinnt, wäre ich noch zufriedener. Warum möchtest du Kappa nicht spielen sehen? Nein, das meine ich nicht. Kappa will ich sogar gerne spielen sehen. Aber du wirst uns gewinnen sehen. Ja, erstens das und zweitens habe ich immer einen kleinen Blick auf die Uhr. Ach so, du musst ja auch weg, ne? Ja. Du... So. Gegner ist ready, Chris Maverick ist ready. Und der Gegner ist auch ready, der Caster ist auch ready. Und wir gehen in die dritte Map. Chris Maverick gegen Sapa, ein ZVP auf Acid Plant. So, rechts unten auf Acid Plant in blau gespawnt vom Team Goldmaster. Es ist Sapa. Und ihm gegenüber gespawnt oben links in lila für das Team Mixed Minds. Es ist Chris Maverick. So. Pylon auf jeden Fall schon mal in Lowground. Ich bin ein bisschen gespannt. Wird das eine Forge vielleicht oder wird das das Standard Gateway? Das ist das Gateway. Einmal durchatmen für Chris. Kein Kenrush und Chris nimmt hier Hedge First. Nimmt hier jetzt gerade auf 16 Drohnen die dritte Basis. Wenn der Gegner jetzt Gas nimmt, ganz normal wahrscheinlich den Nexus jetzt dann als nächstes bei 20 Supply schmeißen wird. Sobald er die Hedge gescoutet hat und weiß, dass da kein Pull First ist und keine Links kommen. Gas jetzt auch von Chris. Sofern so Standard und da wird auch der Pull kommen. So, was ist dein Eindruck von PVZ momentan? Was ist deine Expertenmeinung? Eine absolute Expertenmeinung für die beiden Rassen, die ich nicht beherrsche. Ja, also ich finde, von dem, was man so sieht, Protoss finde ich mittlerweile deutlich schwächer geworden im Vergleich zu Zerg. Zerg ist, glaube ich, konstanter. Also was glaube ich... Wenn es ins Late Game kommt, wird es schwierig. Naja, für wen? Für Chris. Okay. Aber vorher ist der Zerg, meine ich, deutlich stärker. Naja, also was das Matchup ein bisschen besser gemacht hat in letzter Zeit, ist, dass sie den Link-Drop rausgenommen haben. Der ist jetzt auf dem Leertech und damit hat man als Protoss keine frühen Linge zu fürchten.
Hydras und Bänlinge, Lurker, das ist aber alles noch ziemlich stark. Mal sehen, was wir jetzt sehen. Es wird erstmal ein Adept werden, der rausgechrono-boostet wird. Chris sieht das alles, hat hier den Overlord schön auf der Position, sieht, dass gleich der Adept rauskommt. Hat hier auch einen anderen Overlord in Position, um möglichst dann zu scouten, was für ein Tech jetzt kommen wird. Und da wird es Stargate werden und Chris hat es gesehen mit dem Overlord. Adept shadet jetzt rüber. Und Chris baut jetzt Linge, hat dann jetzt gleich 6 Linge. Wo ist der Speed von Chris? Hat er den Speed vergessen? Ich befürchte. Oder geht er schnelle Roaches? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Nee, also ich gehe davon aus, dass Chris den Speed leider vergessen hat. Ansonsten gibt es keinen Grund, dass er jetzt schon Gas ansammelt. Macht es aber schön mit der Queen, saunter hier den Adept raus. Fängt jetzt aber jetzt schon an, Spores zu bauen. Hat noch nicht mal richtig gedroht. Hat fast 10 Drohnen weniger als der Gegner. Er hat Stargate gescoutet. Ja, aber das Oracle ist jetzt erst im Bau. Er hat noch 20 Sekunden Zeit, bevor er die Spores setzen muss. Und jeder Spore ist ein Arbeiter, der wenig baut. Und er baut auf viele Linge jetzt gerade. Da kommen nochmal 4 Linge. Da ist er auf 10 Linge. Jetzt hat er Linkspeed angedrückt. Ist auch weiter in dem Gas. Also ganz gefällt mir das Opening von Chris nicht. Aber man muss dazu sagen, dass Chris auch nicht allzu aktiv momentan ist. Und auch mehr oder weniger ganz spontan in der letzten Minute eingesprungen ist. Ja. So, jetzt kommt das Oracle raus und jetzt geht es rüber. Jetzt hätte man die Spores setzen können und die wären noch rechtzeitig fertig geworden. Aber Chris hat genug Defense, hat Spores, kann jetzt drohen. Es kommt ein defensives Baneling-Nest, damit er sicher ist. Oracle geht jetzt in die Main, da ist aber eine Queen und ein Spore. Aber sehen wir da? Da kommt eine Stasis-Falle, aber Chris reagiert. Nicht rechtzeitig. Er hat's gesehen, aber er hat nicht reagiert. 5 Drohnen und die Queens. Und die muss man danach auch wieder zum Main schicken, also. Ja, das ist das Ekligste, finde ich, an den Stasis-Minen. Chris geht jetzt leer, ist aber immer noch weit im Drohnen-Count hinten. 10 hinten. Geht jetzt Georges, jetzt werden 8 Drohnen gebaut, aber parallel kommt jetzt ein kleiner Adept-Push. Mit 6 Adepts wird angegriffen, parallel 2 Oracles und Chris hat nur ein paar Linge und die sollten nicht reichen. Hat auch nur, jetzt hat er Linge im Bau, da kommen aber auch nochmal Drohnen. Da könnte Chris jetzt direkt sterben, die Adept-Shaden in die zweite. Chris zieht die Drohnen weg, aber das wird jetzt richtig teuer werden, zumal Chris jetzt schon weit hinten in Drohnen ist. Hat hier 7 Stück verloren. Adepts gehen jetzt in die Main. Chris zieht wieder die Drohnen. Das kostet auch Mining Time. Und er kann nicht mal die Adepts richtig aufräumen. Adepts haben hier eine wunderschöne Position hinter der Middle Line. Chris wird hier richtig auseinandergenommen. Und die Adepts sind jetzt wieder in der Natural. Die Drohnen werden gezogen, aber da verliert er nochmal welche. Gegner hat dahinter die dritte Basis genommen, hat dahinter die Robo gebaut. Shade geht jetzt nochmal in die Main, da werden nochmal Drohnen rausgenommen. Adept. Und ist schon wieder gezogen, das ist ja keine gute Position für Chris. Ne. Hat er jetzt in den letzten Minuten fast kein Mining, hat Drohnen verloren, hat Einheiten bauen müssen. Adepts sind immer noch nicht tot, da steht hier einer, einsamer. Aber Chris möchte den auch nicht töten. Artenschutz, der letzte seiner Art, der soll doch wenigstens leben. 13 Kills hat der Kollege. Ja. Der war sein Geld wert. Und die Oracles leben auch noch, gehen jetzt raus. Dahinter sehen wir das Templar Archive, wir sehen Charge, wir sehen plus 1 Attack, wir sehen 4 weitere Gates. Der Gegner hat mehr als doppelt so viel Army Supply. Da kommt zwar jetzt ein Counter-Attack mit Ling, aber das sind Zellets und auch die Schildbatterie. Da kann Chris wenig machen, zieht auch die Ling jetzt zurück. Warpism ist jetzt da und ich schätze mal, der Gegner wird jetzt gleich zum nächsten Angriff ansetzen und dann ist wahrscheinlich Licht aus für Chris hier. Da kommt zumindest jetzt Harassment mit Charge Lots und dem Warpism über die linke Flanke. Bändlinge werden gemorpht von Chris. Aber Chris möchte hier keine Drohnen bauen oder Einheiten bauen. Er möchte Drohnen bauen. Er muss irgendwie anschließen.
Er hat 46 gegen 72 Arbeiter. Aber er kann nicht. Er wird jetzt wieder unter Druck gesetzt. Da kommt jetzt das Wortbissen rein. Chris hat es nicht gesehen mit seinem Overlord. Queen reagiert. Aber da kommen 6 Charge Shots auf einmal. Aber die haben noch keinen Charge. Aber jede Sekunde haben die Charge. Jetzt haben die Charge. Und jetzt geht's Richtung Queens. Und wieder Richtung die Drohnen. Da werden 7 Roaches gebaut. Aber die werden zu spät kommen. Wo sind die Banelinge? Da sind die Banelinge. Die werden jetzt probieren, Schaden zu machen. Da stehen aber Oracles. Reagieren die Oracles rechtzeitig? Oh, hold position. Oh, ja. Zumindest Matze kann sich hier freuen. Da gehen ein paar Probes down, aber Chris stirbt hier hinten. Die Zealots nehmen auch die Roaches hintereinander, die hier nacheinander reingehen. Die roten Zealots werden auch schön eingeladen. Da sollte jetzt gleich der nächste Warp-In kommen an der dritten Basis, wo jetzt die letzten Drohnen von Chris Maverick sind. Da kommt auch das GG. Richtig eindeutig hier. Chris wurde leider auseinandergenommen. Schade. Und damit geht es, aber es war zu erwarten. Also der Skillunterschied zwischen Chris und Zappa war, glaube ich, recht groß. Zappa ist Master 3 Spieler. So an der Grenze, was möglich ist in der Liga, während Chris dann doch deutlich drunter ist. Schade. Aber wir sind noch voll im Saft, voll am Leben. Als nächstes hat Kappa die Chance, diesen Clan War für uns zu gewinnen. Wir haben noch Matchbälle. Wir haben noch Matchbälle und auch schon ein 2-3 ist gar nicht so schlecht. Wir müssen bedenken, wir spielen gerade gegen den Tabellenführer, der noch keine Partie abgeben musste in dieser Saison. Der schwimmt ein bisschen. Kappa jetzt mit der Chance, den Sack zuzumachen. Mhm. Aber Kappa ist natürlich dann wieder der Underdog und jetzt können wir endlich über Redshift reden. Endlich. Endlich. So, und da sehen wir die Statistiken. Da hat Zerg eine 70% Winrate. Sehr kleine Sample Size, aber 70% ist doch, sieht zumindest signifikant aus, wenn man drauf schaut. Das heißt, eigentlich sollte Kappa allein von der Map schon so ein kleiner Favorit sein. Oder ein kleiner Underdog. Die Map spielt sich auch extrem komisch. Das heißt, wenn man da eine interessante, gute Taktik hat, kann man da durchaus was machen. Das ist auch Kappas Lieblingsmap. Also, da fühlt er sich zumindest am wohlsten. Ja, hat er gar nicht am besten bewertet. Ja, hat er mir aber gesagt. Dann sollte er vielleicht seine Bewertung mal anpassen. So. Vielleicht hat er mich auch angelogen. Wahrscheinlich. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wahrscheinlich schaut er jetzt auch gerade noch Stream. Okay. Holden schreibt hier im Chat GG. Das heißt, ich gehe davon aus, da ist gerade die Partie zu Ende gegangen. Ja. Zappa ist, glaube ich, der stärkste Spieler auch von Ihnen im aktuellen Lineup. Das heißt, ich würde schätzen, wenn es in Ace gehen würde, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Zappa gesetzt. Das heißt, einmal müssen wir ihn heute besiegen. Außer Kappa gewinnt natürlich. Dann geht es gar nicht ins Ace. So, es sind alle Spieler in der Lobby. Es sind beide Spieler ready. Caster auch von denen. Die haben sogar als erste geschrieben. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Dann starten wir. Kappa gegen Molten SC. ZVP auf Redshift. Der Chat ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Woran machst du das fest? An dem Go-Go-Kappa von Tune. Ach! Jetzt kapiere ich das erst. Ich dachte, er hat sich gefreut, Tune hat sich gefreut, dass Chris verloren hat. Nee. Aber dass das Kappa ist, daran habe ich nicht gedacht. Okay, was sehen wir? Auf jeden Fall schon mal einen frühen Pylon und einen frühen Scout. Und Kappa wird wahrscheinlich die Gold nehmen, oder? Wahrscheinlich nicht, aber also wahrscheinlich, eventuell, es ist möglich. Also, er hat ja letzte Woche auch auf der Map gespielt und da hat er die schnelle Goldbasis. Oh, es wird ein Can Rush, es wird ein Can Rush.
Hier ist die Forge. Hier ist die Forge. Da hat er sich heute drüber beschwert bei mir. Kennen oh je. Yeah. Und die Overlords sind auch nicht in guter Position, also die werden das wahrscheinlich nicht sehen. Er nimmt die Goldbasis. Das ist wiederum gar nicht so schlecht für Kappa. Naja, die Position vom Kenrush, die, also richtig an die Nature kommt dann natürlich mit dem Kenrush nicht ran. Molten rechnet damit, dass der Zerg-Spieler hier die Basis genommen hat, was Kappa aber nicht gemacht hat, sondern er hat die Gold genommen. Von daher... Das scoutet auch nicht. Ne, aber da kommt auch ein Gateway. Oh. Beide scouten nicht, beide wissen hier nicht, was Sache ist. Aber da ist der Spawning Pool auch von Kappa. Cannon ist jetzt fertig. Vielleicht sehen wir sowas, was wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche von Holden, nicht von, von Spatz gesehen haben. Hast du das zufällig gesehen? Das war da, wo wir den Funwall gesehen haben. Ah, ja, ich glaube, da hat er auch so eine Art Kenrush gemacht, Gateway dahinter. Und dann kamen da die Proxy Robo, Mass Immortals und Mass Shield Batteries. Uiuiui. So, Kappa sollte jetzt gleich mit seinem Overlord sehen, dass da irgendwas fishy ist. Und es ist rechtzeitig, um hier Einheiten zu drücken. Da kommt jetzt, reagiert er auch richtig. Da kommt der Cybercore jetzt. Gegner nimmt jetzt auch Doppelgas. Jetzt hat Kappa es gesehen. Da wird ein Zealot-Krone boostet, der Roach One kommt. Das ist, glaube ich, richtig. Gegner hat es gescoutet. Ist die Frage, was macht der Gegner? Schmeißt er vielleicht die Robo? Der Overlord muss aufpassen, der Overlord muss aufpassen. Ah, der kommt weg. Der kommt weg. Ich glaube, das sieht richtig gut aus für Kappa. Er fühlt sich sogar so weit, dass er drohen kann. Er sollte Drohnen an die Gold runterschicken, damit er einfach besseres Income haben. Da kommt die Robo. Und da kommen die Schildbatterien, oh je. Oh Wer je. Hat diese Taktik erfunden? Muss doch irgendein Profi gehen. Ja, da kommt auch ein Stalker. Prinzipiell sind aber Ravager gar nicht so gut und es laggt. Tanuki laggt raus. Da hat jemand das Kabel gezogen. Teamspeak hört er sich auch nicht mehr, also ist er wohl raus. User in your channel timed out. Was hat Molten für ein MMR? Ah, das wird auch bei uns immer im Discord gepostet. 4190, also gar nicht so schlecht. So, es geht gleich weiter, 10 Sekunden. Und Tanuki ist raus. Kappa hat leider die Robo nicht gesehen. Sieht, dass da hier Schildbatterien im Bau sind. Die Schildbatterien sieht schon immer näher ran. Was auf dem Game von Spatz anders war... Oh, der Stalker ist eingebaut. Das ist schon mal gut. Was in dem Game von Spatz anders war, war, dass der Zerg natürlich keine zweite Basis hatte. Hier hat Kappa die zweite Inbase Natural. Und Kappa wird probieren jetzt... Ja, sollte die Schildbatterien probieren rauszunehmen. Hat hier auf jeden Fall mehr Länge. Hat hier die besseren Armee. Einfach auf die Schildbatterien ignorier. Genau, ignorier den blöden Zealot. Ignorier den Zealot, ignorier den Zealot und zieh die Roaches hinzu. Sehr gut. Früher oder später brauche ich Ravager, gerade gegen den Mortal. Geht jetzt auch leer? Das verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, ihr braucht alle seine Ressourcen, um hier Einheiten zu bauen. Jetzt ist der Mortal da. Zweiter ist jetzt auch im Bau. Zealot geht down. Sollte jetzt Ravager morphen. Kappa hat zu wenig Gas. Kappa braucht auf jeden Fall ein zweites und zweites Gas. Jetzt werden Linge gebaut. Sollte Queens bauen, sollte... baut sogar ein paar Drohnen. Das wird spannend werden. So viele Schildbatterien. Jetzt ist gleich der zweite Immortal da. Es wird noch ein Sentry da sein. Länge sind prinzipiell gut gegen Immortals. Also gegen... Aber Kappa darf nicht die Rampe runter. Also er muss es probieren, oben zu halten. Vielleicht dann mit Nidus in die Main von Gegner.
Jetzt ist der Lair auch fertig. Er muss das Gas nehmen. Kappa hat sehr viel Mineralien, kann hier gar nicht alles in Linge stecken. Sollte hier unbedingt noch ein Gas nehmen. Molden expandiert auch nicht. Also da kommt jetzt Warp Gate. Er baut jetzt einfach, hat jetzt einen Observer. Oh, er geht runter. Und schön, dass er Round in den Immortals. Und er kriegt die Immortals hier sogar down. Da fällt ein Immortal. Schön. Die Linge sind hier Gold wert gegen die Immortals. Und ich gehe davon aus, dass Tanuki wieder da ist. Nicht mehr im Game. So, jetzt kann man dich auch hören. Ja, ich bin wieder da, aber nicht mehr im Game. Ja, wir haben dich rausgekickt. Sieht ganz gut aus. Kappa ist gerade runtergegangen, die Rampe. Hat sogar einen Mortal rausgenommen. Kann hier Schildbatterien rausnehmen. Kann hier den Pylon rausnehmen, der wird nicht geheilt. Hat aber jetzt auch einiges verloren. Da sind zwei Immortals, muss hier aufpassen. Baut hier Roaches durch und fightet hier auch weiter. Sollte hier nicht fighten, sollte sich auf den Highground zurückziehen. Muss jetzt unbedingt mal Gas nehmen. Ist hier die ganze Zeit auf ein Gas, hat 1000 Mineralien, aber kaum Gas. Oh. Er hat einen guten Roach-Count, aber das sind zwei Immortals. Kappa muss aufpassen, aufpassen, aufpassen. Braucht hier vielleicht eine Makro-Hedge, einfach damit er durchbauen kann, Linge. Sollte Gas nehmen. Geht jetzt wieder runter. Hat jetzt wieder eine gute Anzahl an Linge und kann hier den Immortal rausnehmen. Verliert hier aber auch einiges. Geht hier auf den nächsten Immortal und auch der scheint zu fallen. Nein. Kappa verliert hier alles. Nein. Ah. Kappa geht raus. Das Spiel war lange noch nicht vorbei. Kappa war hier in einer richtig guten Position. Hat hier mehr Income, hat die gleiche Army Supply. Hätte einfach nur ein zweites Gas gebraucht, um Ravager zu bauen. Vielleicht noch eine Makro-Hedge. Mineralien hat er und einfach Linge durchzubauen. Hätte hier nicht runtergehen dürfen. Schade. Aber da fehlt es ihm an Erfahrung, glaube ich. Damit steht es 2 zu 2 und wir gehen ins S. Schade. Richtig schade. Ich glaube, das hätte er eigentlich gewinnen, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätte, wie er reagieren muss. Hätte er eigentlich das Spiel gewinnen müssen. Beziehungsweise es war noch lange nicht vorbei. Aber StarCraft ist ein Spiel, wo man halt nicht komplette Informationen hat. Kappa kann nicht sehen, dass der Gegner keine Echse hat. Kappa, ja, hat wahrscheinlich nicht realisiert, dass er kein Gas hat. Schade. Na gut, das stellt uns jetzt die Frage, wer jetzt Ash spielen wird. Und ich denke, wir haben einen klaren Favoriten. Ich glaube auch. Aber den sehe ich gar nicht mehr. Ist der offline gegangen? Ja, sehr ungünstig. Ich hoffe, er loggt sich jetzt gleich wieder ein. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was los war. Das gesamte Internet hier ist verstorben und entkommen. So. Okay, er lebt. Ich trage ihn mal ein. So, wir warten jetzt auf den Gegner, dass der auch den S-Bär festlegt. Ich gehe davon aus, dass das Zappa werden wird, der Chris Maverick auseinandergenommen hat. Und ich kann schon mal verraten, dass es bei uns ein Terraner werden wird.
Uiuiui, wer wird das wohl sein? Vielleicht bin das ja ich. Ja, nein, das geht leider nicht, weil du nicht regulär gespielt hast. Da Und keiner wissen. Ace ist eingetragen. Der Gegner hat tatsächlich Zappa. Wow. Hat tatsächlich Zappa gesetzt. Die Map wird Catalyst werden. Das ist eigentlich eine relativ ausgeglichene Map. Das wird eine spannende Partie werden. Hoffentlich. Aber hoffentlich nicht zu spannend. Holden wird für uns spielen. Bin mal gespannt, was Holden spielen wird. Ich habe so eine kleine Ahnung. Er hat mir vor dem Spiel so ein bisschen verraten, was er spielen wird oder spielen könnte. Ich glaube, der Sieg heute wäre ein Riesenschritt Richtung Playoffs. Nach diesem Clan War gibt es noch zwei Gruppenspiele. Aktuell muss ich mal schauen, welcher Platz wir sind in unserer Gruppe. Vierter oder Fünfter? Wir sind in der Gruppe B und wir sind aktuell Fünfter und ich glaube, nur die Top 4 kommt weiter in die Playoffs. Das heißt, es ist wichtig, dass wir jetzt heute gewinnen. Einfach um unsere Chance zu wahren. Alle Spieler sind in der Lobby. Holden ist bereit. Zappa ist bereit. Und auch der gegnerische Cast ist bereit. Und wir gehen in die Ace Map. Holden gegen Zappa, TVZ auf Catalyst. Und ich weiß, ich sollte vielleicht auf die Intro warten. Ich weiß gar nicht, ob uns Holden überhaupt schon diese Saison im Ace enttäuscht hat. Also ich glaube, bisher war er immer unser Ace-Spieler, wenn wir ins Ace gegangen sind. Und bisher hat er auch, glaube ich, immer gewonnen. Zumindest kommt es so vor. Also, stellen wir ihn doch vor. Links oben gespawnt, in grün, für Team Mixed Minds. Als Terraner, als unser Ace-Spieler. Es ist Holden. Gegenüber in Türkis gespawnt für das Team Gold Masters. Tapa. Ah, scheiße. Da haben wir den richtigen Spieler. So. Mir gefällt schon mal, dass er hier den Reaper-Spot blockt. Das ist schon mal die halbe Miete. Er macht jetzt auch einen relativ frühen Scout. Und Holden spielt derweil Standard, glaube ich, Barracks vorm Gas. Und ich könnte mir vorstellen, dass er so einen 3-Barracks Push spielt. Also mit drei Barracks eröffnet, wie wir es gestern zweimal gesehen haben. Ja. Da hat es einmal Spatz abbekommen und einmal hat es Shaki auf unserer Seite gespielt. Leider haben wir beides mal verloren. Oh, da wird schon ein Pylon gesetzt. Das könnte vielleicht gar nicht ins Makro-Game gehen. Aber bisher nur ein Gas. Bin gespannt, was das wird. Ein schneller Cybercore. Das könnte einfach ein Zealot wird auch gebaut. Das könnte einfach sozusagen Druck aufbauen sein. Gegen die potenzielle Echse, die da jetzt gesetzt wird. Und gar nicht allzu aggressiv sein. Gegner expandiert dann selber dahinter. Aber Holden SCV scoutet und wird jetzt sehen, dass da keine Echse ist. Und dann leuchten die Alarmglocken. Da kommt jetzt auch ein zweites Gateway. Also das wird ein Zealot und dahinter werden Sockel-Gerone boostet und damit probiert man dann den Gegner zu brechen. Ui.
Holden sucht nach Proxy. Holden sucht nach Proxy, aber in der falschen Position. Harten. Ah. Baut jetzt einen Bunker, jetzt erst der Marine. Wo ist der Zealot? Der läuft jetzt rüber. Parallel wird ein Stalker gebaut, der ist hinten schon fast fertig. Holden scoutet weiter. Sollte. Nein. Sieht jetzt zumindest ein Zealot. Das ist schon mal. Das ist schon mal was. Bunker ist jetzt auch gleich fertig. Er hat einen Marine gebaut und dann den Reaktor gesetzt. Hat jetzt auch eine dritte Barracks. Muss da jetzt Einheiten bauen. Muss da jetzt Marines und Marauder bauen. Dann ist das, glaube ich, ganz gut. Marauder sind sehr wichtig gegen Gegner nimmt Stalker. jetzt auch einen Nexus aus. Das ist kein All-In, das ist einfach nur Druck aufbauen. Holden sieht es jetzt auch. Jetzt ist der Bunker da. Und da sind auch SUVs zum Reparieren. Holden muss nur noch was in den Bunker kriegen. Also Holden geht hier sogar in Techlab. Hat hier nur eine Einheit. Da kommt jetzt der Zealot rein. Er muss reparieren. Wo ist der Repair? Okay, der Zealot geht auf den Nexus. Verliert hier richtig viel HP. Jetzt kommt der Stalker hinzu. Und ach, der Reaper hat zu Hause gestresst. Deswegen waren wahrscheinlich beide so ein bisschen abgelenkt. Und jetzt kommen auch weitere Marines hinzu. Von daher ist es gut für Holden, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da Zappa noch viel Druck aufbauen kann. Und vom Opening Holden hat mehr Supply. Hat zu ähnlichen Worker-Count, ist im Tech vorne. Also, und der Nexus ist jetzt gerade erst fertig gewinnen. Und der Reaper geht wieder rein. Sieht, dass da jetzt zwei weitere Gateways im Bau sind. Das heißt, der Gegner geht jetzt auf vier Gateways hoch. Robgate ist auch gar nicht mehr so weit weg. Holden scoutet es und geht jetzt wieder raus. Wir probieren den Reaper am Leben zu halten, aber der fällt. Leider nein. Aber 3 Racks sollte gegen so einen Gateway-Push richtig gut sein. Da fällt jetzt der Zealot, der Gegner probiert nochmal reinzugehen. Und Holden ist aggressiv genug, jetzt auszurücken. Hat eine gute Anzahl an Marines, hat jetzt Combat Shield und Stim. Und der Hast du zur Hälfte? Gegner zieht sie jetzt komplett zurück und wird eine dritte Basis nehmen, eine schnelle. Und das spielt, glaube ich, in Holdens Karten, weil Holden jetzt dann einfach so einen 3-Rex-Push machen kann, wenn Stim und Combat Shield fertig ist. Sollte aber mehr Marauder bauen. Fängt jetzt an, Marauder zu bauen, da ist der erste. Marauder sind seit dem letzten Patch deutlich besser geworden. Da kannst du vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Ja, Marauder, also solange der Gegner nicht ein oder zwei Void Rays in seinen Stalkern dabei hat, räumen die richtig auf. Oder Immortals oder Charge Zealots. Aber Ja, all wenn das du wird er wahrscheinlich nicht haben. Und was hat Immortals sich. kannst du sogar auch noch wegräumen, also Was hat es sich an kommt halt Marauder auf die Anzahl. geändert? Er hat von zwei Schüssen hat er wurde auf einen reduziert und Aber der Schuss macht doppelt so viel Schaden und das genau. erhöht insbesondere den Schaden gegen Armored-Einheiten, wie zum Beispiel Stalker. Und so war Richtig. es in HOTS. Und jetzt kriegt Holden hier, sieht er das Warpgate und er sieht auch die dritte Basis, die wird gecancelt. Schöner Call von Zappa, weiß, dass er hier die dritte Basis nie im Leben halten kann. Baut jetzt auch Schildbatterien, um irgendwie zu halten. Hat 3 Force Fields und Force Fields sind da ganz wichtig, weil der Gegner eigentlich die stärkere Armee hat. Holden geht jetzt gerade ein bisschen Supply Block, geht auch gerade jetzt in Richtung Starport. Hat aber die deutlich größere Armee Supply. Sieht jetzt, dass der Gegner sich einbunkert und Holden macht's richtig, er nimmt die dritte Basis. Wird nicht rüber pushen. Gegner geht jetzt auf Charge. Hat bisher keine Upgrades, während Holden jetzt schon Upgrades geht, sogar die zweite E-Bay baut. Jetzt geht der Gegner wieder, wird der Gegner wieder expandieren. Aber Holden wird es dann sehen. Also er schickt schön wieder Marines raus. Gegner scoutet mit den Halluzinationen. Wird probieren hier zu scouten, ob da eine dritte Basis ist. Wird aber komplett über die Armee fliegen. Und die Marines sollten eigentlich die Halluzinationen rausnehmen. Ne. So, jetzt sieht Holden, dass die dritte Basis ist. Und ich glaube, es ist immer noch ein gutes Zeitfenster, um jetzt einfach rauszupushen. Holden hat gerade die ersten Medivacs im Bau. Mit 2 Medivacs, mit Bio, mit 1-0er Tech-Upgrade gegen nur Stalker. Ein Ein Immortal ist Immortal. jetzt da. Und ein paar Force Fields. Ist es, glaube ich, richtig gut. Und nimmt hier eine Probe aus und zieht sich weg. Und die Stalker haben nicht mehr Blink. Also es ist. Holden scannt, sieht, dass da kein Observer über ihn ist. Es wird gedroppt. Ja, ich glaube, er macht einen Drop in die Main. Er hätte noch einen Marauder mehr mitnehmen können. Und parallel pusht er. Aber der Observer fliegt hier wunderbar, wird das doppelte Dropship sehen. Und hat auch reagiert, glaube ich.
Oh, und die Stalker probieren jetzt runterzugehen. Er hat das Dropship gesehen und er wird jetzt probieren, das abzufangen. Holden. Ah! Schön Er hat aufgepasst keinen von Blink, Holden. das heißt keine Und es hält Chance den Gegner für jetzt hinten. Sampa. Die Medivacs kommen hier sogar vorbei, die werden in die Main kommen. Parallel sehen wir hier den Push gegen die dritte Basis. Und Ein der Gegner. Attack-Upgrade ist durch. Das sind zwar Stalker in der Main, aber das. Ach! Das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Holden reagiert hier auch schön, während er hier ist in der dritten Basis. Da wird ein Recall gemacht, aber der Nexus fällt. Und Holden kommt hier raus. Parallel ist er in der dritten Basis drin. Da wird jetzt dann die Forge rausgenommen. Und da werden die Props rausgenommen. Ah. Da werden Pylons rausgenommen. Auf der linken Flanke zieht sich jetzt Holden wieder zurück. Der Gegner geht jetzt zum Verteidigen rein. Hat keinen Blink und Holden wird jetzt einfach einladen und wegfliegen. Nein, er sucht den Fight. Holt sich hier noch ein paar Stalker. Kann hier einigermaßen traden. Verliert hier aber die Medivacs. Ich glaube, er hätte einfach rausgehen sollen. Oh, was macht er jetzt? Im Todeskampf laufen die Marauder einfach vorbei. Ah, er kriegt Mortal. Okay, da war der Rallye-Punkt falsch gesetzt. Wahrscheinlich vom Observer. Interessant. Sieht richtig gut aus für Holden. Hat jetzt 20 Army Supply mehr. Hat die deutlich größere Army und auch die stärkere Army. Jetzt kommen erst die ersten Upgrades vom Gegner. Holden hat 1-1. Der Gegner hat jetzt gerade 1-0 angedrückt. Gerade Blink angedrückt und Holden pusht schon wieder. Die dritte Basis ist noch nicht mal wieder fertig. Diesmal ohne. Da kommen auch Liberator hinterher. Die soll da vielleicht mitziehen. Holden pusht hier wieder über die linke Flanke. Marine geht rein, sieht die Army. Charge ist fertig, also so klein ist die Armee gar nicht vom Gegner. Aber Holden kitet hier wunderschön zurück, nimmt die Zealots raus und da ist dann nicht mehr viel. Forcefields werden geschmissen, aber die reichen nicht. Forcefields arbeiten sogar ein bisschen gegen Gegner, aber Zappa kann Holden hier zurückdrücken. Aber Holden zieht weiter vorbei. Liberator wird jetzt rübergezogen, der wird irgendwo in die Main platziert werden, einfach um zu Harrison und Props rauszunehmen. Und Holden holt jetzt seine Armee dahinter zurück. Gegner geht jetzt Richtung Colossi und das könnte so ein kleiner Wendepunkt sein. Dann wird es schwieriger für einen Terraner. Ja, Holden geht jetzt wieder rein, hat aber noch nicht seine ganze Armee. Muss da aufpassen. Aber jetzt kommt die Armee hinzu und jetzt hat er genug und jetzt kann er da einfach drüber rennen. Ja, jetzt räumt er auf. Da während der Stalker raus. Genau, kommt ein Recall, aber da wird keine Einheit am Leben bleiben. Und das sieht alles nach dem Sieg gegen World Masters aus. Und Holden nimmt jetzt die dritte Basis raus. Liberator ist jetzt auch noch da Unterstützung. Er nimmt hier alle Probes raus. Gegner hat nur noch 40 Supply. Davon sind 8 Army Supply. Holden lässt uns hier nicht im Stich und zeigt hier wieder sein ganzes Können. Liberator wird jetzt in die Main gehen. Und Holden zieht sich einfach zurück. Da hat er 4 Liberator auf einmal. Ja, Gegner probiert es selber mit Drops. So Liberator geht jetzt in die Natural rein. Da werden die nächsten Props rausgenommen. Nicht, Muss dass der Gegner mal viel aufs hätte. Army Supply achten. Ja. Look at the supply. Okay. Das mein französischer Dialekt ist nicht allzu gut. Yes. Gegner probiert jetzt wieder eine dritte Basis zu nehmen, diesmal auf der rechten Flanke. Ich glaube, der dritte Versuch, eine dritte Basis zu nehmen. Aber Holden lacht da drüber. Wehrt hier das Wort ein bisschen ab, das nimmt so ein bisschen Schaden. Aber parallel pusht er jetzt rein. Das sind zwar Schildbatterien, aber die Liberator alleine lachen über diese Schildbatterien. Und Holden stimmt auch einfach drauf. So gut sind Schildbatterien nicht. Vielleicht hätte ein Mothership Core da noch abwehren können. Da kommt das GG von Goldmaster Zappa und damit holt Holden den Sieg. Und damit haben wir hier gegen den Tabellenführer gewonnen. Mit einem knappen 3:2. Taktik ist eigentlich perfekt aufgegangen. Als hätten wir das geplant. Als hätte irgendjemand das geplant. Sehr schön. Aber es glaube ich, es wird nicht einfacher werden. Ich schau mal eben, was unser Abschlussprogramm ist für die Gruppenphase. Es geht einmal gegen Wolfslayer. Wolfslayer ist momentan
jetzt auf den ersten Platz, hat heute schon gewonnen, ist an Team Goldmasters jetzt vorbeigezogen. Das heißt, Aber nächste das Woche ist noch wird es nicht auch. gewertet von uns. Nee, aber die werden jetzt aktuell trotzdem auf dem ersten Platz sein. Das heißt, das wird wieder schwierig werden. Das sind, glaube ich, Türken, gegen die haben wir auch schon mal gespielt. Und am letzten Spielplatz geht es ge dann gegen Escuela Español Starcraft. Die sind momentan im Mittelfeld, so ähnlich wie wir. Wir haben uns allerdings jetzt abgesetzt, haben jetzt 4 zu 2, während die 3 zu 3 stehen. Das heißt, gegen die sollten wir doch gewinnen. Aber nächste Woche wird es, glaube ich, wichtig. Wenn wir in die Playoffs wollen, wäre es cool, wenn wir nächste Woche gewinnen. Ich schau mal eben, wann die Clan Wars wären. Am 6. Juni. Das müsste nächste Woche Mittwoch sein. Steht dann der nächste Amateur-Clan War an. Am 12. dann der letzte. Dann der Dienstag danach. Und Alpha Non-Pro ist ja schon die Gruppenphase zumindest für uns vorbei. Wir sind da jetzt aktuell auf dem dritten Platz doch noch gelandet. Da ist noch jemand an uns vorbeigezogen, nachdem wir gestern knapp nicht gewonnen hätten, sondern haben, sonst hätten wir den ersten Platz geholt. Und da warten wir jetzt, glaube ich, müssen noch 2 Wochen so oder warten, bis dann die Playoffs losgehen. Na gut. Dann war's das, glaube ich, rechtzeitig für dich, dass du in deine Arbeit gehen kannst. Dann hoch auf die Nachtschichtler. Genau. Schön gespielt von Holden. Schönes 3-2, das ist, glaube ich, richtig viel wert. Und wir sehen euch beim nächsten Mal. Wahrscheinlich dann nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr. Dankeschön für den Cheer-Tune. Daumen hoch. Und Tanuki, du hast das Abschlusswort. Ja, Das Wort zum schaltet ein beim Sonntag. nächsten Mal. Ja, am Donnerstag. Schaltet ein, Alpha League. Wir kommen in die Playoffs. Genau. Another early morning, huh? Dad, I'm getting wrecked. Can't I buy some stronger units? Buy units? Son, we don't talk like that in this house. Come with me. Your grandfather didn't give his life just so his grandson could pay money to be good at something. But Dad, Grandpa's still alive. And your mother. She wanted to bring you into a world where you'd be judged by your elite skills, not by what you spend. Son, your family's legacy awaits. Cool. Did you bedazzle Mom's engagement ring? StarCraft II, the legendary competitive game, is now free to play. Your legacy awaits at StarCraft2.com. Is that my ring? If that thing's wrecked, I s-